Hallihallo und willkommen zur 10. Folge des Road to Glories und damit ein kleines Jubiläum, wie man so könnte man schon fast sagen. Ich meine zweistellig, 10, wie auch immer. Wir sind immer noch bei uns mit unserem Bundesliga-Team beschäftigt, noch ein paar Folgen, denke ich mal. Und ja, wir haben mal wieder zwei Spenden bekommen, und zwar vom Delta Sniper mal wieder die 10.000 und von einem Dennis, der hat mich nur bei YouTube angeschrieben. 15.000, sehr nett, geil. Und davon seht ihr auch gleich. Ich habe mir dann noch Dembaba geholt und hoffe, ihn teurer zu verkaufen, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, nachdem es jetzt irgendwie die ganze Zeit nicht geklappt hat. Mal sehen. Und ja, da wir jetzt das Geld haben, ich nebenbei ja die ganze Zeit noch trade und so weiter und so fort, suchen wir uns jetzt hier mal einen neuen linken Flügel. Und ja, wenn man es so eingibt, seht ihr es natürlich schon. Es soll jetzt den Frank geben, den Ribery. Und ja, hier bieten wir auch gleich auf den ersten, auf den da, 45.000. Und ja, anschließend gehen wir dann direkt in das Spiel rein, denn warum sollte ich dann 8 Minuten einfach nur noch warten? Wenn ich ihn bekomme, bekomme ich ihn. Wenn nicht, hole ich mir einen anderen Sofortkauf. Und gut, wir kommen dann gegen unseren ersten Gegner und dieser junge Mann hat ein La Liga-Team, also BBVA, spanische Liga, mit Info von Griezmann, Özil, Şahin, Sanchez, Benzema und Carlos Vela. Ich hoffe, das hört man gerade nicht im Hintergrund. Und ja, ganz gut, richtig gutes Team eigentlich. Links, wenn man nicht Ronaldo hat, ist Griezmann auf jeden Fall ein geiler Ersatz, wäre so als Empfehlung. Und es dauert bis zu 16 Minuten, dann ist Podolski das erste Mal vorbei. Auf Virinha und der hoch auf Fafan und ja, der lässt sich sowas nicht entgehen. Dieser Gegner jedoch war wirklich, ihr werdet es auch gleich an der nächsten Szene sehen. Ah, nicht le ganz leicht zu bespielen, er war richtig gut in der Defensive, hat glaube ich auch aufs Defensiv oder sehr defensiv gespielt. Das ist halt auch schwer durchzukommen. Und hier, so wie er jetzt spielt, hat er das ganze Spiel gespielt. Dauerdoppelpass mit natürlich immer den Gegner schicken. Und dann, das war hier schon ein leicht lächerliches Tor. Also, dass Adler den nicht hält. Schöner Lupfer hin oder her. Aber der war ja echt ewig in der Luft. Den kann er auch schon mal halten, würde ich jetzt behaupten. Wie auch immer, 1 zu 1. Der war schon wirklich lange in der Luft. Und es kommt natürlich noch besser und boah, das hat er echt nicht nötig. Jetzt mal ganz ehrlich, aber wirklich gut. Dann hat er sowas echt nicht nötig, so eine Scheiße. Also in der 75. Minute muss er sowas echt nicht bringen. Aber gut. Carlos Vela, also auch direkt hinterher mit dem 2 zu 0, ziemlich guter Spieler. Habe ich ihn selbst schon ausprobiert. Auch seine Inform-Variante, ziemlich geil. Aber na gut. Und weil es einfach noch besser kommt, bleibt er hier einfach mal stehen. Was bei mir auch nie klappen würde, ich würde den Freistoß dann nie bekommen. Bei mir wäre der Vorteil einfach schon 100 Mal abgelaufen. Kagawa bekommt noch die gelbe Karte. Auch, naja, lächerlich. Er nimmt sich den guten alten Özil zur Brust. Und ja, Freistoßtor 3 zu 1. Schöner Freistoß auf jeden Fall. Aber dass er sich den natürlich dann aus 500 Perspektiven angucken muss hier. Jetzt mal ganz ehrlich, nachdem er mir vorher dieses sweaty Goal da reingehauen hat, war ich schon richtig abgefuckt. Und dann kommt Özil 1, Özil 2 und Özil 3. Ja, zum Glück hat er aufgehört. Egal. 3 zu 1 verlieren wir also unsere, weiß ich nicht, dritte, vierte Niederlage. Und das war überhaupt nicht mein Tag in FIFA. Ich habe mehrere Episoden, glaube ich, aufgenommen an dem Tag. Und ich war wirklich nicht allzu gut drauf an dem Tag. Jo, nach dem Spiel gehen wir einfach mal auf unseren Tauschstapel und sehen, dass wir kaum mehr Geld haben. Das bedeutet natürlich, wir haben diesen Ribery bekommen und damit den ersten richtig, richtig guten Spieler. Natürlich. Also Ribery ist schon eine Bombe. Und warum der andere Typ sich den anderen sofort gekauft hat und nicht hier auf den mitgeboten hat, weiß ich auch nicht. Uns soll es egal sein, wir haben jetzt Ribery im Team und damit steht der Sturm eigentlich schon so ziemlich fertig. Und wir nähern uns schon langsam dem Ende des Bundesliga-Teams, muss ich dazu sagen. Aber das Ganze werde ich dann noch natürlich ankündigen. Wir kommen also gegen den nächsten Gegner, RTG gegen Sub und das nächste Liga BBVA-Team, La Liga-Team. Diesmal fahren wir mit dem Benzema, Sanchez und Jesus Navas wieder ziemlich schnell. Und hinten diesmal mit Puyol und Pepe, auch gar nicht mal so übel. Und wir gehen trotzdem nach 20 Minuten in Führung und es ist natürlich Franck Ribéry mit seinem Debüt-Goal und der war richtig heiß. Der war, sage ich euch, der war richtig heiß auf dieses Spiel, wie ihr gleich sehen werdet. Denn 45. Minute,
Der hat wirklich alles probiert, um mir eine Show zu bieten. Also wenn der reingeht, ja, dann feiert hier Ribery krass ab. Und er schoss sich immer wärmer. Und nächster Versuch dann in der 55. Minute oder sowas um den Dreh. Advanced Rainbow Flick und dann der Versuch und da fehlt nur noch ganz, ganz wenig. Er regt sich hier auch auf, dass er nicht mehr trifft. Und in der 67. ist es dann soweit. Langer Pass von Götze und Podolski nimmt jetzt mal seinen Pace mit und ja, sein linker Schuss ist halt einfach klasse. 2:0 in der 69. Minute. Und ja, das war's eigentlich für mich leider schon. Denn ich habe es nicht mehr geschafft, hier irgendwas in Richtung Tor zu reißen. Er hatte auch keine wirkliche Chance. Dass hier diese Riesenchance gab es dann noch. Ribéry legt nochmal einen drauf. Er zeigt nochmal, warum er so viel wert ist. Und fängt an mit dem McGeady-Spin, Ronaldo-Chop. Nochmal die Schusstäuschung. Der Rabona-Flanke, die Rabona-Flanke. Den muss Podolski einfach über die Linie nur drücken. Sei's drum. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und wir sehen uns dann in Folge 11 wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.